Auf geht's zum letzten Kampf gegen, wie nennt man den eigentlich? Ex? Klon Ex? Mega Ex? Keine Ahnung. Nicht, auf jeden Fall nicht, Mega Man Ex, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Vielleicht wird das so ähnlich sein wie der Kampf gegen den normalen Alien da von Dr. Wily. Ich habe momentan keine Ahnung. Aber ich glaube, er wurde wieder irgendwas gebufft mit höhere Hitboxen und irgendwas. Weiß der Geier irgendwas noch dazu und Schwäche ist vielleicht nicht die Barbelit, aber ich glaube schon, dass die Schwäche von ihnen die Barbelit sind. Hier die Dresser wegmachen und die, ja, eigentlich heißt sie Pressen, also, ne, Presser. Und wegmachen, hier ein bisschen Energie farmen, leider Gottes, ich habe nicht genug Barbelit. Und ich weiß nicht, ob das reicht, das ist die andere Frage halt, ne. So, momentan sieht das noch recht einfach aus. Zum Glück keine Tropfsteinhöhle. Wie in das Original. Aber ich muss jetzt leider Gottes farmen. Das bringt mir leider Gottes nicht viel. Nein, das brauche ich nicht. Nein, nein, nein. Los, gib mir halt die Sachen, was ich brauche. Ich brauche Waffenenergie. Ja, das zum Beispiel ist gut. Nur halt ein bisschen mehr. Das wäre nicht schlecht. Das wäre echt dreh nicht schlecht gewesen. Gut. Gib mir einen großen, bitte. Im Kleinen kann ich nicht viel anfangen. Dann kann ich schon mit anfangen, aber dauert ewig und 3 Jahre, bis ich das voll kriege. Ja, das war dumm. Ja, das war auch noch dumm. Dumm, dumm, dumm. Eieieiei. Mal gucken. So, Energie wieder aufgeladen. Mal gucken, gib mir bitte Waffenenergie. Es kann doch nicht so schwierig sein, Waffenenergie zu geben. Immer wenn ich was brauche, bekomme ich das nicht. Das ist voll schlimm. Und wenn ich das nicht brauche, brauche ich das. Bekomme ich das en masse so halt, ne? Man kennt das halt so ein bisschen, ne? Mal gucken. Jetzt vielleicht ein bisschen Glück haben. Nein. Komm, gib mir jetzt bitte was. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche das andere. Ja, genau das zum Beispiel. Das ist sehr schön. Oh mein Gott. Ich hoffe, er ist wirklich schwach gegen Babylit, aber momentan sieht das so ein bisschen danach aus. Aber das andere wäre nicht schlecht. Ja, das andere auch noch. Es kann doch nicht so schwierig sein, Waffenenergie zu farmen. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Ich hasse echt sowas. Ja, ich renne wieder rein. Ich bin die Größte. Da haben wir doch schon mal die Waffenenergie, was ich bräuchte. Aber es hätte mal ein bisschen eher kommen können. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Leben farmen. Das ist auch wieder scheiße. Ja, es ist scheiße. Es tut mir leid. So, gib mir Energie bitte. Eine kleine Energie wäre nicht schlecht. Gib mir die bitte. Oh mein Gott, ich weiß nicht, 4, 5 Minuten jetzt herumfarmen halt und dann ist es, meine Güte, aber ich weiß ja nicht, ich brauche vor allem Energie. Ich glaube schon, dass der Typ extrem viel Schaden macht oder so mit einem Schuss oder so ungefähr. Also, dass ich ungefähr wie Elec-Man in 3 Hits down bin, so ungefähr. Ich meine, ja, ich meine den Teufel an der Wand. Mir egal. Wir sind ja fast durch. Also Romhack hat er mich ja schon besiegt, also von daher, ich habe ja schon Self-Death benutzt, also von daher ist es in Ordnung. Weil anders, ich glaube nicht anders hätte man da irgendwie schaffen können. Was ist das denn? Sollte sowas sein wie Bubble Man Stage halt? Dass diese ganzen Streams da kommen? Also, genau. Okay. Kann ich den jetzt so zerstören? Ja, kann ich gut. Geh mal weg. Und ich werde gleich gestört. Oh, super. Was ist das? Gut, man sieht sich gleich. Ich wurde gerade gestört. Es tut mir leid, aber irgendwie scheint das gerade ein bisschen wichtig zu sein. Oh mein Gott. So, wieder da. Ja, es ist nicht viel passiert eigentlich. Nur 2 Minuten irgendwie AFK gewesen halt. So, ne? Hallo? Ach du, bist du Copy Robot, der auch die Farben verändert? Ich glaube schon, ne?
What the fuck bist du? Alter, zwei Megabuster. Oh, was zur Hölle? Okay, der Bosskampf ist genauso wie der normale. Aber ich glaube, der verändert seine Schussgeschwindigkeit irgendwann. Irgendwie sieht das so ein bisschen danach aus, ja. Gut, egal. Oh, das war knapp. So, okay. Oh, meine Güte. Nein, noch ein Hit, dann bin ich weg. Aber zum Glück habe ich ja noch ein E-Tank. Das ist wirklich nett. Schön getroffen. Das ist auch schön getroffen. Oh Gott, noch ein Hit. Wunderbar, unbesiegt. Alter, dann macht der Schaden, ey. Und sein Schussreichweite ist auch riesengroß. Oh, hallo. Kopi, Robot, X, Mega Man, keine Ahnung was. Also, der Schussschaden war aber ganz schön heftig gerade gewesen, also muss ich schon sagen. Also, bei dem Original hat er so einen Buster abgeschossen. Oh Gott, die Musik. Oh mein Gott, die Musik. Hat er so für Mega Man? X, XY, YZ oder so, keine Ahnung. Leute, wir haben es durchgespielt. Das ist sehr schön. Was soll ich sagen? Der Rollback ist gut. Muss man leider Gottes auch sagen. Was ist denn leider Gottes? Es ist halt einfach ein guter Rollback gewesen. Bis auf zwei Stellen. Aber ich glaube schon, dass man das verstehen kann, wenn ich sage Guts Bulldozer und die komischen Orbs da. Oh Gott, ey. Bitte nicht nochmal sowas. Vielleicht mit einer Schwächen, ja, aber nee, nicht mit Leaf Shield oder so. Die Idee mit Quick Bombing die Sentries zu oder die Orbs zu zerstören ist ziemlich gut. Aber trotzdem, man vielleicht die Hitbox ein bisschen weniger Schaden, also was heißt hier weniger Schaden, also dass sie weniger Schaden vertragen. Ich weiß, dass ich auf Hard Modus gespielt habe. Das wollte ich ja auch so. Von daher war es in Ordnung. Was kann ich noch sagen? Ich hätte mir gewünscht, dass die Heatman Stage die Metalman Stage wäre und die Metalman Stage halt die Heatman Stage wäre. Aus den eins, ja doch, bei Flammen gehört zu Heatman einfach dazu und mit überall Death und weiter so. Und bei Metalman hätte ich mir, ja, wie gesagt, die Heatman Stage gewünscht, halt. Vielleicht so ein paar Elementen von dieser Stage dann halt zu Quickman rein, weil der Anfang musste man von Heatman Stage einfach Speedrun. Anders kannst du nicht machen. Was gibt's denn noch? Schwierigkeitsgrad war sehr okay. Schöne viele Referenzen gehabt, wie Zelda 2 oder Link. Zelda 2, Link Adventure, oder, ja doch, keine Ahnung wie das heißt, ich habe Zelda nie gespielt. Metroid habe ich auch nie gespielt, aber ich werde das NES-Version spielen. Die Frage ist nur wann. Weil ich bin im Moment noch ein bisschen Stress halt und ich hoffe, dass es da, was heißt denn Stress, ich muss ja nur mein Referat fertig halten, also den Feinschliff da machen, so dass ich dann spätestens heute Abend fertig bin, morgen nochmal alles durchgehe und dann gut ist. Für Dienstag. Ja, ich nehme das immer zwei Stunden vorher auf und dann uploade ich das. Was kann ich noch sagen? Ja, am Ende war das richtig schön schwierig gewesen, muss ich schon zugeben. Also, was heißt die Stage? Die Guts Bulldozer Stage war halt ziemlich schwierig, muss ich sagen. Für mich, weil es war mir zu viel gewesen einfach. Was kann ich denn noch sagen? Ja, also ich fand es gut, dass man geschwungenermaßen die Items benutzen sollte. Das fand ich gut. Weil bei anderen Mega Man Teilen waren halt so gewesen, ja, Basse Oni, du setzt einmal Item Nummer 1 ein oder 2 oder Rush That oder hast nicht gesehen was. Und das musstest du dann hier konsequenziert durchziehen bei einigen Gegner hier. Deswegen habe ich auch ganz oft eine Metal-Man-Fähigkeit benutzt. Gut, das war's dann. Wie hat euch der ROM-Hack gefallen? Mir war das sehr gut. Ich kann das nur jedem empfehlen, mal einmal zu spielen und gut ist.
Man sieht sich demnächst bei SMT weiter, weil das kommt auch jetzt wieder. Weil ich wollte unbedingt Mega Man spielen.